Ich stehe hier auf dem Dach eines Hochhauses, schaue betroffen hinunter. 20 Stockwerke hat das Gebäude. Der Regen wütet. Der Wind bläst mir in meinen kurzen blonden Haaren und meine Brille beschlägt. Die fernen Wolken. Ich sehe die zahlreichen Gebäude in der Gegend aus einer anderen Perspektive. Ich schaue von der Kante des Hochhauses in die Tiefe. Niemand ist unten. Bloß der Beton, nahe eines kleinen Parks. Mein Handy vibriert. Wieder diese Nachricht. Hey, ganz ehrlich, wann bringst du dich endlich um? Wir können deine hässliche Fresse nicht mehr ertragen. Du bist nicht zu gebrauchen, mach endlich Selbstmord. Jeden Tag kommt sowas. Seit Jahren habe ich keine Freunde mehr. Ich sei seltsam, sagen die einen. Ich sei hässlich, sagen die anderen. All diese Wörter, diese Sprüche spielen sich als Film in meinem Kopf ab. Ich lasse mein Handy los. Es stürzt in die Tiefe, auf den harten Beton. Das Gerät springt auseinander. Ich kann es von der Ferne noch aus sehen. Diesen Weg würde ich jetzt gehen. In die Tiefe springen, aufkrachen und für immer zerstört sein. Körperlich. Bereits jetzt bin ich nicht mehr reparierbar. Mein psychischer Schaden hat das Innere meines menschlichen Körpers durchdrängt und zerstört. Ein kurzer Blick nach oben. Der Himmel verdeckt von grauen Wolken, wie meine Seele verdeckt von Schmerz. Ich trete einen Schritt näher, nur noch ein Zentimeter und ich bin befreit. Befreit von dem Schmerz des Lebens. Der Film von meinem Leben wird bald ein jähes Ende nehmen. Ich streife mir durch meine Haare, wische mir die Tränen weg. Mein Gewicht verlagert sich nach vorne. Die Schwerkraft zieht mich nach unten. Meine Reise beginnt. Ich passiere mit zunehmender Geschwindigkeit die Fenster. Ein kurzer Blick und schon bin ich beim nächsten. Mir begegnen die Wimpernschläge schockierter Gesichter. Jetzt, wo es zu spät ist, dürfen die Leute teilnehmen an meiner Reise. Das Ticket ist schon gebucht. Kurz vor dem Aufprall sehe ich eine junge Frau, welche mit einem Hund Gassi geht. Sie trägt einen blauen Mantel, eine schwarze Brille und hat dunkelbraune Haare. Es ist meine Mutter. Sie darf das Ganze miterleben. Eine wirkliche Befriedigung für meine Sinne. Es sind nur noch wenige Zentimeter. Mein Kopf schlägt auf. Meine Schädeldecke prallt auf den Boden. Blut spritzt aus meinem Schädel. Ich spüre, wie es endet. Währenddessen sitzen die Mobber des Suizidopfers in ihrer Shisha-Lounge. Das Radio ist angeschaltet. Und wir unterbrechen die aktuelle Hitliste für eine kurze Sondermeldung. Im Nordteil der Stadt beging ein 15-Jähriger vor den Augen seiner Mutter Selbstmord, indem er sich vom Dach eines Hochhauses stürzte. Das Opfer starb noch am Unfallort. Die Gründe für den Suizid sind noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen inzwischen aufgenommen. Vielen Dank, dass ihr euch das Video angesehen habt. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr hier unten jetzt einen Daumen hoch geben oder abonnieren. Da der Kanal noch sehr klein ist, wäre es schön, wenn ihr das Video teilt oder euren Freunden zeigt. Dies würde mir natürlich sehr helfen. Falls ihr Fragen an mich habt, könnt ihr mich gerne bei Skype adden. Falls ihr eine eigene Creepypasta geschrieben habt und wollt, dass ich sie vertone, schickt sie mir einfach per E-Mail an lucreocreepy@web.de. Bitte vergesst auch euren Namen nicht. Das ist nämlich sehr wichtig, da ich euch in der Beschreibung namentlich erwähnen werde und euch in die Creepypasta-Autorenliste einfügen will. Okay, ich wünsche euch jetzt noch ein schönes Gruseln.